Ja, so meine ich, so wie ich es hier hingeschrieben habe. Nicht nur gucken, auch mal anfassen. Das grundsätzliche Problem, das, was ich immer wieder erlebe, wenn Leute lange aus der Schule raus sind und dann sich nochmal qualifizieren wollen, wenn sie studieren wollen und erstmal ein praktisches Jahr gemacht haben, man vergisst, das ist normal. Und jetzt sagen sie, ja, dann gucke ich mir mal ein Video an und dann, ach ja, stimmt ja, so einfach ist das. Leute, ich möchte euch das sofort beweisen, dass es hilft, auch selber anzufassen. Wie meine ich das? Ich werde hier Folgendes erklären, und zwar, wie ich diese einfachen Gleichungen löse. Mal ganz einfach, also die Formeln umstelle. Und wenn ich das gemacht habe, werde ich das Video anhalten und ja, dann macht ihr es nochmal. Ich werde extra eine Pause einfügen. So, ich mache jetzt mal extra die Pause und schreibe dann mal hin, was dabei rausgekommen ist. So, jetzt habe ich es so direkt gemacht, ne? Ich habe jetzt mal in der Pause die Zeit genutzt. Also, immer fragen, was stört mich, wenn A alleine stehen soll, mal M. Gegenteil machen. Naja, F durch M steht auf der linken Seite und hier steht eigentlich M mal A durch M. Aber die Ms kürzen sich weg und deswegen ist das so. Ich, wer das wirklich nochmal genau wissen will, ich kann hier einen Link anfügen, um das zu erklären. So, jetzt machen wir mal die nächste, mache ich mal zusammen. So für die typischen nur Videogucker, ne? Ich tue jetzt mal so, als wenn ihr diese Überschrift nicht ernst nehmen würdet. So, und dann sage ich, okay, hier ist ja klar. S soll alleine stehen, durch T stört mich, mal T nehme ich, V mal T ist S. Schön, gut, fertig. Ach, so einfach ist das. Ja, so einfach ist das. Wie gesagt, hier oben drauf achten, einfach mal mit der Maus hier reingehen und dann seht ihr hier ein I und dann könnt ihr da draufklicken und dann seht ihr die einzelnen Themen. Da geht es direkt in meinen Unterricht, den ich früher gehalten habe, zu solchen Themen. So, jetzt hier. R ist U durch I. Ach so, ja. Achtung. I steht unter dem Bruchstrich, das ist ein bisschen blöd. Also beseitigen wir diesen Missstand zuerst. Jetzt nicht mit solchen Formeln wie Uri und so ein Kram umgehen und Formeldreiecken und so ein Käse, sondern macht's ganz cool. Also sage ich, wenn durch I mich stört, mache ich erstmal mal I. Dann steht hier R mal I ist U. Achtung, wir wollen nicht vergessen, I soll alleine stehen. Ist aber nicht schlimm, jetzt sage ich, ach so, durch R ist die nächste Sache, I ist gleich U durch R. Fertig. Wie das dann mit den Einsätzen geht, ich hoffe, dass ich dann den Link hier unterkriege. So, nehmen wir das nächste Beispiel. Jetzt kommen wir dazu. Oh, jetzt steht das auch noch komplett unterm Bruchstrich. Naja, dann mache ich doch Folgendes. Dann sage ich, warte mal. Zuerst die Strichrechnung. Also minus 1 durch R1. Dann steht hier links 1 durch R gesamt. Minus 1 durch R1 ist gleich 1 durch R2, nicht R2. So, was mache ich jetzt? Jetzt steht der ganze Kram unterm Bruchstrich. Kleinen Moment. Irgendwas hat geklemmt. Na gut, am Computer mehr nicht. So, dann sage ich, warte mal, das ist so ähnlich wie hier, ne? Steht unterm Bruchstrich. Furchtbar. Also nehme ich den ganzen Kram mal R2. Na gut. Nächste Zeile heißt, ich muss jedes der beiden Elemente mal R2 nehmen. Also steht R2 durch R gesamt minus R2 durch R1 ist gleich 1. Achtung, warum das so ist, wie gesagt, hier oben nachgucken. So, jetzt hoffe ich, ja, es geht. So, wie geht's weiter? Jetzt ist das ja immer noch eklig, ne? Was mache ich denn jetzt? Ah, ich habe R2 durch das, minus R2 durch das. Ich möchte aber R2 alleine stehen haben. Nehmen wir doch den ganzen Kram mal R gesamt. Was passiert dann? Probieren wir es mal aus. Das ist nur eine Probe. Dann steht hier R2 durch R gesamt mal R gesamt hat sich gekürzt. Minus R, furchtbar. Minus R2 mal R gesamt durch R1 ist gleich R gesamt. Ah, das steht schon mal alleine. Was ist denn, wenn ich jetzt nochmal R1 nehme? Ja, dann passiert Folgendes. R1 mal R2 mal R1 steht dann hier. Jetzt wird es ja noch schlimmer. Minus R2 mal R gesamt. Das scheint immer schwerer zu werden. Ist gleich R gesamt mal R1. Jetzt muss ich die beiden hier wegkriegen. Naja, dann kann ich ausklammern. Das ist also ein umständlicher Weg, den ich hier zeige, aber der geht. So, jetzt nehme ich
klammer ich mal aus, das R2, dann steht hier R2. Ausklammern werde ich dann hier einen Link einfügen, mal R1, das bleibt in der Klammer, minus R gesamt. Ah, so. Ne? Probe, R2 mal R1, jawohl, ergibt das. R2 mal R gesamt ergibt das. Ist gleich. Also hier habe ich ausgeklammert. So, ist gleich. Hier drüben, das bleibt so. Ja, jetzt bin ich schon fast fertig. Jetzt könnte ich sagen, na gut, ist doch kein Problem. Jetzt teile ich durch den gesamten Klammerausdruck. Das kann ich mir sparen, hier hinzuschreiben. Dann schreibt man aber trotzdem geteilt durch Klammerausdruck. Dann weiß man, was gemeint war. Dann ist Dann ist R2 gleich. Und dann haben wir R gesamt mal R1 durch den Klammerausdruck. Und hier unten kann ich jetzt die Klammer weglassen, weil der Bruchstrich, der gemeinsame, für alles wirkt. Also steht hier unten noch R1 minus R gesamt. Ja, schön. Jetzt habe ich R2 freigestellt. Wie man solche komplizierten Formeln nochmal hinkriegt, also wieder irgendwie auflösen kann, das werde ich da dann nochmal verlinken. Aber jetzt kommt Folgendes. Jetzt nehmen wir an, ihr sagt, ja, ach, so geht das. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Verstanden heißt aber noch nicht begriffen, und begreifen kommt von anfassen. Deswegen sage ich selber anfassen. Jetzt habe ich folgenden Vorschlag. Ihr schnappt euch das Video, geht an den Anfang, geht dahin, wo noch nichts von Lösungen steht, macht das selber nochmal, also haltet das Video an, macht das selber nochmal, und dann könnt ihr stückweise weiterspulen und gucken, ob ihr es genauso habt, ob das genauso geklappt hat. Wer hier einen anderen Weg gefunden hat, ist natürlich auch gut dran. So, und das ist der Weg, um etwas wirklich zu begreifen und um etwas wirklich zu können. Wenn man lange raus ist aus dem Geschehen und sagt, ja, ich erinnere mich, heißt das noch lange nicht, dass man sich komplett erinnert und alles kann. Ich habe dieses Video nur speziell in die Playlist der technischen Mathematik jetzt erstmal getan. Vielleicht werde ich noch eine andere Playlist eröffnen für andere, für Studenten oder was auch immer. Das ist der Weg. Nicht nur gucken, auch anfassen. Selber machen. Selber den gleichen Weg der Erkenntnis. Ihr könnt die gleichen Formeln nehmen, ihr könnt gleiche Zahlen nehmen, wenn ihr Videos anguckt. Macht es selber und guckt danach, ob ihr es richtig gemacht habt. Ob das eine andere Zahl ist, die da steht, oder ein anderer Buchstabe, also andere Variablen, andere Formelzeichen. Vollkommen Schnuppe. Wenn ihr die gleichen erstmal nehmt, dann habt ihr es auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, dass euch das beim Auffrischen eurer Erkenntnisse hilft. Ich wünsche euch alles Gute dabei. Wenn es euch gefallen hat, ich bitte um einen Daumen. Tschüss.